Mein Buch heißt Mord in Großaufnahme, ein Fernsehteam im Mörderfokus, also ein Kriminalroman. Es schildert 7 furchtbare Tage im Leben des Fernsehredakteurs Robert Nommsen. 7 Tage voller Angst und Schrecken. Mördertage eben. An einem Sommertag im Jahr 1995 steht auf einem Hochhaus ein Mann, der sich offensichtlich das Leben nehmen will. Robert Nommsen soll mit seinem Team diese menschliche Tragödie für die aktuelle Abendschau drehen. Das Team dreht den Todessturz des jungen Mannes. Aber war es wirklich Selbstmord? Robert Nommsen macht sich mit den handwerklichen Mitteln eines Journalisten auf die Suche nach dem Verbrecher. Er recherchiert am Tatort, sammelt Fakten und auch das Unwahrscheinliche betrachtet er als wahrscheinlich. Diese Recherche führt ihn zu vielen wichtigen Stationen seines Berufslebens zurück, bringt ihn wieder mit Menschen zusammen, die ihm einst wichtig waren. Auch das Bild der eigenen Familie ändert sich. Ein kleines, unscheinbares Symbol am Tatort führt ihn auf die richtige Spur. Mord in Großaufnahme ist kein Krimi nach dem üblichen Wer-war-das-Muster. Kein Detektiv, der schon beim Anblick der Leiche weiß, wer der Mörder ist. Die Lösung des Falls gelingt Robert Nommsen, weil er das Rüstzeug seines Berufes anwendet. Die ganz exakte, penible journalistische Recherche führt ihn zum Ziel. Es ist also ein anderer Typ des Kriminalromans, eine andere Art des Krimis. Aber gerade diese andere Art des Kriminalromans macht den Reiz von Mord in Großaufnahme aus.